Ja, herzlich willkommen zu unserer leider letzten Ausgabe des Werteindex 2020. Ja, was ist die Botschaft für heute? Oder mehr die Frage, ja, wie arbeiten Unternehmen damit? Wie haben sie in der Vergangenheit damit gearbeitet? Wie kann man zukünftig mit dem Werteindex und speziell dem Werteindex 2020 arbeiten? Im Kern, glaube ich, haben wir die letzten 10 Jahre mit dem Werteindex, ja, eigentlich den Wandel von der Industrie zur Netzökonomie begleitet. Also von dem alten Verständnis von Produktinnovation, von Kommunikation, Top-Down, Hierarchien hin zu einer neuen Form der Auseinandersetzung mit dem Konsumenten. Auf Beziehungsmarketing, viele neue Instrumente kennengelernt, Influencer, Menschen, die mit beeinflussen. All das sind Themen, glaube ich, die auch richtig adressiert sind. Also wir sind alle angekommen in der Netzökonomie. Aber die Herausforderungen werden nicht kleiner, weil sich tatsächlich Gesellschaft verändert und weiter verändert, weil sie Konflikte hat, wie genau dieser Generationenkonflikt, der jetzt am Beginn des neuen Jahrzehnts auftaucht, tatsächlich auch die Frage aufmacht, was bedeutet das für die Kommunikation für mich in der Marke? Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ich setze auf das Themenfeld Natur. Das ist ja genau der Effekt, den wir auch beschrieben haben und gesehen haben, dass Natur seine Unschuld verloren hat. Wenn ich heute im Umfeld von Natur, Natürlichkeit meine Marke, mein Umfeld präsentiere, meine Produkte präsentiere, heißt es, sich auch damit in Summe auseinanderzusetzen. Also die Frage, wie produziere ich? Wie gehe ich mit Verpackungen um? Was bedeutet das Thema Nachhaltigkeit? Wie sind die Prozessketten? Habe ich ethische Standards? All das sind Themen, die tatsächlich Menschen bewegen. Gleichzeitig, darüber haben wir auch gesprochen, einen hohen Grad an zunehmender und weiter zunehmender Individualisierung, ein Wunsch nach mehr Verständnis für das Individuum dahinter. Wer also menschenzentriert sein möchte und arbeitet, das, was Kommunikation und Unternehmen und Marketers leisten müssen heute, in einem deutlich schwierigen Umfeld. Für den ist der Werteindex tatsächlich Benchmark und Orientierung, weil er zeigt, wie Menschen ticken. Eben nicht auf eine Befragung, sondern in ihren Umfeldern reden und über Themenfelder sprechen. Nutzen Sie das Instrument wie in den letzten Jahren auch. Ich glaube, das neue Jahrzehnt bietet spannende Herausforderungen, gerade für die Markenkommunikation. Und kommen Sie auf uns zu, wenn Sie glauben, wir können Ihnen helfen. Vielen Dank.